So, dann schauen wir uns mal diesen Golem an. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich auch. Und ich wusste es. Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Gut im Kampf. Kann ich jetzt natürlich nicht. Verdammt. Druckwelle vielleicht. Damit können wir ihn vielleicht besser besiegen. Au. Ja gut, der Kampf, der wird. Ohne Essen wird das auch für mich. Ich denke, das können wir ganz gut schaffen. Ah, die Säulen müssen wir zum Einsturz bringen. Das wäre vielleicht eine Idee. Ansonsten wäre auch eine Idee, wenn sie vorne angreift, nach hinten zu rennen und dann von hinten zack, zack, zack. Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten halt Säulen umstürzen lassen. Am besten, wenn er selbst drauf haut. Bomben und Armbrust. Okay, Armbrustbolzen vielleicht, wenn wir herausfinden, wie wir die einsetzen. Das war doch irgendwie. Beim Armbrustbolzen können wir vielleicht den einsetzen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit aus dem Fernkampf heraus. Ich wusste es so, dass wir gegen den Golem kämpfen müssen. Wie setzen wir den ein? Haben wir überhaupt noch Bolzen? Sieht eher nicht so aus. Okay. Gegessen. Okay, wir. Möglich sein, die Waffe auszurüsten und welche Taste war das nochmal? Können wir zum Menü mal irgendwie gucken? Steuerung, Zeichen wirken. Kampf. Das ist jetzt mir natürlich Tastatur. Bewegen oben. Umschalt links. Eventuell. Ah ja, hier, genau so. So war das. Und endlich Bolzen. Okay. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich auch. Eindringlinge zerstören. Stirb! Stirb!
Okay, ich weiß nicht, wie man den... Lenk ihn auf den... auf den Balken hier. Und Kuh. Es hat nichts gebracht. Wir müssen irgendwie dazu bringen, hier auf eine das Dach einstürzen zu lassen, denke ich. Das wird hier die Möglichkeit sein. Ansonsten nahkampftechnisch sehe ich das nicht. Um die Wand. Irgendwie hat er den... Irgendwie bringt das nichts. Können wir nicht ewig weitermachen. Ich lieber doch die Taktik, dass sie von vorne angreift und wir von hinten kommen. Weiß nicht, ob das viel bringt. Okay, ein bisschen Schaden hat er kassiert. Muss man ein bisschen taktisch vorgehen. Der Angriff bringt nicht viel. Weg hier. Okay, taktisch können wir den vielleicht ein bisschen. Der Zauber bringt auch nicht viel. Oh nein! Und sein Angriff bringt eine Menge. Na komm. Halt ihn auf und ich. Verdammt, so wird es nix. Mit Heilung wäre das Ganze viel chilliger. Ja, werde ich von hinten muss ich machen. Von hinten komme ich an Schaden. Von vorne wird das nix. Verdammt, das war klar. Ich habe länger ausgehalten als vorher. Okay, ich glaube, ich habe den Plan. Wir können den mit dem Schwert besiegen. Aber ich glaube, wir sollten mal versuchen. Der fokussiert uns auch dann wieder, aber ich glaube, wir sollten versuchen, den von hinten anzugreifen, während sie ihn ablenkt. Ich denke, das könnte ein Weg sein. Das könnte klappen. Unser erster richtiger Kampf hier in der Witcher 3. Vorher hatten wir nur Schergen und Co. Seien wir finden mal raus, wie wir den Bolzen einsetzen. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Sie war hier nicht bekannt. Kann man nicht einsetzen. Nein, 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 nein. Wir müssen halt mit Schwert kämpfen. Am besten, wenn er in der Mitte ist.
und abgelenkt wird. Fokussiert uns sich trotzdem auf uns. Verdammt! Nein, verdammt! Nein, verdammt! Nein, nein, nein! Müssen mal gucken, wann der irgendwie. Vielleicht rennt der irgendwann mal gegen eine Wand und ist dann dadurch abgelenkt. Normalerweise funktioniert das so bei Gegnern dieses Kalibers. So wird es, glaube ich, nichts. Bringt ja nicht sehr viel. Ich kann mir den wirklich mit dem Arztzeichen ein bisschen. Magische Falle wäre noch eine Idee. Komm her, Golem. Bringt, glaube ich, auch nicht viel. Schutzschild. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll für mich. Gedankenbeeinflussung wird mir nicht viel bringen. Ah je. So wird das nix. Ich nicht. Für mich ist gerade nicht viel zu lachen. Man muss schon in eine Komplettlösung gucken, wie man den besiegt oder. Normalerweise würde ich sagen, wenn er gegen eine Wand rennt oder so, dann von hinten einfach drauf, während er kurz abgelenkt ist. Hier würde ich sagen, wenn sie angreift, aber ist ja sofort fokussiert auf uns. Wir sind tot, sobald er einmal angreift. Gar nicht viel aus. Jetzt drauf. Von unten, von hinten wäre es, aber muss erst mal rankommen an ihn von hinten. Dann wird drauf. Dann hatte ich den kritischen hinten. Ja, langsam wird's. Wir schaffen es mal wieder durch Glück. Das ist typisches Gamer-Spiel. Das ist halt, ist, wenn du es halt irgendwann einfach durch Glück schaffst. Nicht durch Können, also. Richtiges Gamer. Wie sagt man so schön, Gamer? Gamer-Skill ist. Ist Luck, das ist, wenn man es einfach nur mal aus Glück, wenn man so viel Glück hat, dass es wieder Skill wird. Und es aus Glück schafft. Eine Taktik sehe ich jetzt hier nicht wirklich. Einzige Zeichen, was sinnvoll wäre. Von hinten. Und abhauen. Er braucht eine Weile, bis er angreifen kann. Und abhauen, verdammt. Verdammt, ich habe ich geträumt oder was? Weg, 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 weg.
Okay, ein Drittel haben wir schon. Ein bisschen klüger rangehen. Könnte das vielleicht sogar was werden? Und von hinten noch. Weg, weg, weg. Ein Viertel nur noch. Nein, 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 nein. Und jetzt drauf von hinten. Oh, er ist am Boden. Drauf, drauf, drauf. Was? Was, 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 was? Haben wir ihn besiegt? Ich kann nicht mehr mit Schwertern kämpfen, also haben wir ihn besiegt. Es wäre geschafft. Können wir looten? Monster Essence, Gold, Golemherz. Golemherz. Wirklich? Plus 2 Angriffskraft. Können wir den Stein da wieder rausnehmen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde es gern. Chance auf Betäuben, Chance auf Betäuben. Macht ja gar keinen Sinn. Spielerwerte. Okay. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Können wir was anzünden? Da geht's wohl weiter. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Herr. Dieser Ort missfällt mir. Und wie? Na, dann lass uns weitergehen. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Keine Ahnung. Ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Wahrscheinlich aber erst hinterm Portal. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das war ja. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Bella Glan. Das alles, um über die Brücke zu kommen. Na toll. Wilde Jagd. Definitiv. Alles für nix. Die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Das waren weitere Golems gewesen. Na toll. Die hätten wir noch kämpfen müssen. Sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Wir tauchen bestimmt gleich auf. Also schnell weiter. Nächster Bosskampf oder was? Bitte nicht. Was ist das? Die weiße Kälte.
Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crests Woge ab. Bleib dicht bei mir. Okay. Können wir kurz... Dafür ist jetzt eigentlich nicht die Zeit, aber... Kurz mal zumindest... Für ein paar Stunden... Verdammt! Wo gehst du hin? Ist dem Portal zuerst oder? Zu den Kreaturen, die aus der Spalte auftauchen. Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung. Ja, und wie? Halt die Waffen jetzt, bin ich jetzt, komm, ich kann nicht kämpfen. Meine Fresse. Irgendwie halt. Wenn du deine Waffen schon nicht holen willst. Was ist denn jetzt los? Warum? Ich kann nur noch Faustkampf. Ich mach Faustkampf. What the hell? Er zieht normalerweise seine Waffen automatisch raus. Gibt es da irgendeinen Shortcut? Ich hab schon mit. Ich zieh das immer automatisch. Hab ich vergessen, wie man die Waffen zieht. Wie ich das da war das. Ist ja auch zu blöd, dass der nicht auf, von selbst auf die Idee kommt, da was zu machen. Das ist einfach. Tja. Geralt ist bekloppt geworden. Wie kann ich mein Schwert manuell ziehen? Springen, sprinten, Hexe hinhalten. Das klingt mir scheinbar auch irgendwie nicht mehr. Schwert. Du musst mal in die Steuerung gucken, oder wie? Tutorials. Kampf. Abrollen, Adrenalin ausweichen, parieren, schneller Angriff. Linke Maus zum schnellen Angriff. Ja, okay. Drück Y, um ein Ziel auszuwählen. Okay, gab es keinen Button für die. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Für die Items auszuwählen. Ich überspringe mal ein bisschen. Das kennen wir schon. Das Ziel kannst du nicht angreifen. Und die Ziele, die er angreifen kann, tut er nicht angreifen. Behind the color!
Ich kann es mit dem Zauber versuchen, aber. Soll ich? Ich mach's. Ah, danke. Und der Willen jagt. So geht es doch gleich viel besser. Mit dem Silberschwert. Zurück. Bin ich komplett bedeppert? Was gehe ich da auch raus? Warte, bis die zu dir kommen und hau dann drauf. Kämpfer. Wartezeiten. So. Mentieren wollte ich genau das. Damit wir wenigstens geheilt ins Amt, in den Kampf reingehen. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Schutzschild. Und Igni, sie gegen die Wölfe bestimmt, gegen die Eiswölfe, Eishunde. Auch nicht schlecht. Kommt nur her. Zeit zu sterben. Nicht aus dem Schild raus. Oh nein. Was passiert jetzt? Okay, sehr gut. Ach, langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Nee, glaube ich nicht. Das war erst die Vorgeschichte. Und noch eins, zwei, ja, mindestens zwei weitere Portale. Welches darf es als nächstes sein? Dieses also. Was machst denn du? Warten wir jetzt zum Faustkampf. Willst du im Faustkampf gegen die Hunde gewinnen? Was ist denn das für ein Blödsinn? Was ist denn das für ein Blödsinn? Was soll denn der Scheiß? Ich kann mich nicht heilen, ich bin. Was soll denn der Scheiß? Schwerter, jetzt endlich. Am
Puh, das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht. Ein bisschen looten. Geralt will einfach, es ist mit Geralt einfach mal nochmal die Eiswölfe mit der Faust besiegen. Das ist tja. Im Faustkampf, was bist denn du? Da würde mein Spielleiter und jeder andere Spielleiter auch sagen, da kann ich euch auch nicht mehr helfen. Nein, als ob. Save Point, bitte. Das ganze Ding nochmal von vorne. Du willst mit einem. Hä? Genau das.